Klare Ansage von Markus Söder. Kommen wir zu den Nachrichtenthemen des Tages. Und damit herzlich willkommen bei Newstime. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, gerade auf Wahlkampftour, erhöht den Druck auf seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger. So soll der Chef der Freien Wähler schnellstens Antworten auf die 25 Fragen Söders in der sogenannten Flugblatt-Affäre liefern. Erst danach wolle der bayerische Ministerpräsident eine abschließende Entscheidung treffen, wie es mit der Allianz zwischen ihnen weitergeht. Mehr dazu von Vivien Krüger. Unter newstime.de/Aiwanger finden Sie die neuesten Entwicklungen in der Flugblatt-Affäre um den bayerischen Vizeministerpräsidenten. Immer mehr Unternehmen in Deutschland sehen durch Cyberattacken ihre Existenz bedroht. Davor warnt heute der Digitalverband Bitkom. Im Jahr betragen die Schäden mehr als 200 Milliarden Euro. Die Attacken auf deutsche Unternehmen sind zunehmend bandenmäßig organisiert. Und auffällig auch, mittlerweile kommen die meisten Hackerangriffe aus Russland. Adrian Kriesch berichtet. Viele Fahrzeughalter in Deutschland können die Kfz-Zulassung ab heute vollständig online abwickeln. 17 Jahre Haft wegen des Sturms auf das US-Kapitol in Washington. Ein Anführer der rechtsradikalen Miliz Proud Boys hat wegen der gewaltsamen Erstürmung die zweithöchste Strafe in dem Prozess erhalten. Der ehemalige Soldat wollte verhindern, dass der Kongress vor 2 Jahren den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl bestätigt. Axel Storm mit den Bildern. Mehr als 2000 Aussteller präsentieren ab heute wieder die neuesten Smartphones und andere spannende Techniktrends in Berlin. Die internationale Funkausstellung, kurz IFA, öffnet heute wieder ihre Pforten. Vor allem deutsche Hersteller wollen mit neuen Haushaltsgeräten für Küche und Wohnzimmer das Leben angenehmer machen. Welche Rolle dabei neuerdings künstliche Intelligenz spielt? Lea Freist hat sich vor Ort umgesehen. Bei einer Razzia im nordrhein-westfälischen Krefeld ist der Polizei ein erfolgreicher Schlag gegen dreiste Cannabis-Großproduzenten gelungen. Der Standort der Plantage sollte wohl bewusst unauffällig sein. Das war's von uns. Eine gute Nachricht zum Schluss. Der Sommer kommt am Wochenende zurück. Einen schönen Abend und tschüss.